Liebe Mykologenfamilie, liebe Dermatologen, jetzt geht's um Nagelpilz, eine nach wie vor faszinierende und häufige Erkrankung, ein Kronjuwel der Dermatologie, aber nicht einfach zu behandeln und auch nicht immer einfach zu diagnostizieren. Zwei Probleme sind ja, dass viele Erreger uns in der konventionellen Diagnostik im Stich lassen. Etwa 40% der Proben wachsen nicht an. Das zweite Problem, in der Therapie haben wir eine Rückfallquote bisher bei der Onychomykose von etwa 50% innerhalb von 2 Jahren. Wir haben dazu einen hochinteressanten Fall. Ein Patient aus Berlin, ein Polizist, ein Streifenpolizist mit einer schweren Onychomykose, so wie sie in der dermatologischen Praxis üblich ist. Wir haben den Patient nach allen Regeln der Kunst behandelt. Ein Jahr später war der Patient klinisch, äußerlich völlig geheilt. Er hat uns versprochen, dass er ab jetzt eine Dauerprophylaxe macht, lebenslang mit einem wasserlöslichen sporoziden Lack und dass er auch die Schuhe nochmal behandelt. Aber er hat uns das alles nur versprochen. Das Desaster sieht man auf dem nächsten Bild. Etwa 4 Jahre später kam er zurück mit einem kompletten Rezidiv. Er hat berichtet, er ist nach wie vor Streifenpolizist, ist von früh bis abend auf den Füßen unterwegs, aber um die Füße, hat er gesagt, habe ich mich eigentlich gar nicht mehr gekümmert. Was macht man? Natürlich Neustart der Therapie. Man denkt aber auch, was ist der Grund für diesen Rückfall? Es ist meist die Pilzspore, die sich noch im Nagelbett befindet, die wir nicht vollständig beseitigt haben. Es dreht sich vieles in der Nagelpilzdiagnostik und Therapie um dieses Phänomen, dass der Erreger Trichophyton rubrum im Inneren hinter einer dicken Kapsel seine DNA versteckt, die man konventionell mit Hilfe einer Kultur nicht nachweisen kann. Diese Spore ist aber nicht tot. Die ist nur scheintot und kann jederzeit für ein Rezidiv sorgen. Wir haben neu angefangen. Wir haben nochmal geprüft, ob das der gleiche Erreger ist wie damals, ein Trichophyton rubrum. Und siehe da, die Petrischale zeigt scheinbar etwas anderes. Einen blütenweißen Erreger, phänotypisch 100% Trichophyton interdigitale. Da wir inzwischen aber die Gentechnik, die DNA-Diagnostik, als Beweismittel Nummer 1 zur Verfügung hatten, haben wir von dem Nagelspänen des Patienten eine PCR-Diagnostik gemacht mit Euroimmun und siehe da, Widerspruch. Es war ein reinrassiger Trichophyton rubrum, vermutlich der gleiche Erreger von damals. Das sagt, die phänotypische Erregerdiagnostik, die kann täuschen. Exakt ist der DNA-Nachweis. Und was auch täuschen kann, und jetzt bin ich wieder bei der Therapie. Wir hatten bisher kein Instrument, was uns sicher sagen kann, wann ist die Therapie bei einem Nagelpilzpatienten beendet. Es war einzig der klinische Blick, oft leider ein Verwandter des bösen Blicks, also nicht exakt. Und jetzt haben wir für uns selbst mit unseren Patienten entdeckt, dass man mit der DNA-Diagnostik auch eine ganz exakte Therapieverlaufskontrolle machen kann. Der Patient kommt in großen Abständen wieder und wir prüfen jedes Mal, ob noch Pilz-DNA im Nagel vorhanden ist und wir beenden die Therapie erst dann, nicht wenn die Kultur negativ ist, die wird schnell negativ, sondern wenn auch die DNA nicht mehr nachweisbar ist. Eines der größten Vorteile der Gendiagnostik ist für mich persönlich, dass man mit Hilfe der PCR das Ende einer Therapie mikrobiologisch ganz exakt definieren kann. Ganz besonders hilft uns das in der Therapie bei Kindern. Da gibt es auch Onychomykosen, die man systemisch behandeln muss. Und es ist ganz einfach sehr, sehr hilfreich, wenn die Gendiagnostik das Ende der Therapie bestimmt.
Die DNA-Diagnostik wird erst dann negativ, wenn auch die letzte Pilzsporen-DNA beseitigt ist. Dann kann man die Therapie beenden. Und viele Eltern sind ehrlich gesagt ganz froh drüber, wenn die innere Therapie so früh wie möglich beendet werden kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen auch hier viel Erfolg. Packen Sie es an.